Liebe Pokéfreunde, bitte wieder hier. Heute gibt es Lugia, Stahlbohr und Melmetal. Also Lugia Doppelstahl, wir gehen rein. Wir wollen immer noch Wrestler Pikachu haben. 3 zu 2 reicht natürlich dafür völlig aus. Mal gucken, wie das Team hier so funktioniert. Ich würde natürlich dann immer in Melmetal wechseln, wenn ich die Führung verliere. Ja, gegen Giratina müsste ich das wahrscheinlich eher ausspielen. Aber auch erstmal einen Gegner jetzt finden. Ist jetzt nicht das optimalste Team, würde ich mal behaupten, aber ja. Alles machbar. Das Gute ist, Zacian wird meistens jetzt mit Knüller und Nahkampf gespielt. Mammute, man kennt's. Ich gehe in eine Melle-Metalle. Wir haben Giratina rausgelockt, das ist schon mal schön. Das ist sehr schön. Natürlich nicht schäden. Spukball lassen wir da durch. Steinhagel kommt. Ja. Nächster Steinhagel kommt. Du musst einsetzen. Ja. Und Heilbögen. Auch wenn es Spukball ist, den halte ich aus. So, dann gehe ich jetzt hier rüber. Die Alga ist noch hinten, okay. Ist in Ordnung. Ja, ich muss drauf gehen lassen. Ah, ich hasse immer Mutterführung, ne? Habe ich das schon mal gesagt? Das Problem ist, ich muss sie auch sogar einsetzen. Ja, Problem ist, er kann einfach runterfahren. Bis ich beim Luftstoß bin. Ja, ärgerlich. Die hat nicht so geklappt, wie ich mir dachte. Ich hätte in Lugia einfach drin bleiben sollen. Gegen Dialga. Das wäre schlauer gewesen. Na, da hätte ich den Luftstoß rausfegen können. Ah, Mammutelführung ist auch mies gewesen, ne? Vielleicht hätte ich da versuchen sollen, die Lawine auf Melmetal einfach abzufangen. Da kommt Melmetal am besten mit klar mit der Lawine. Ja, wäre vielleicht besser gewesen. So, Lugia gegen Mewtwo, das ist gut. Die meisten spielen mittlerweile wieder eigentlich mit Fokusstoß. Wahrscheinlich bei meinem Glück jetzt nicht. So, es ist ein Spukball. Ein
Spuckball halte ich aber aus. Natürlich wieder einen Spuckball erwischt. Ich find's witzig. Dann kann ich hier drauf gehen. Schön auf Schlagbohrer. Und den Kollegen hier rausnehmen, hoffentlich. Noch nicht. Ich schilde nicht, Knirscher überstehe ich noch. Knirscher überstehe ich noch. Ich gehe jetzt definitiv hier auf Schlagbohrer. Genau deswegen. Okay. Na, ich lass drauf gehen. Ja, ich schilde hier zur Sicherheit. Genau, das war ein richtiger Schild. Hier gehen wir auf Luftstoß erstmal. Ne, geschildert wird zum Glück. So, wir gehen hier erstmal auf die Steinhagel. Wir können die Attacke eigentlich problemlos hier durchgehen lassen. Das ist ein Draco, okay, das kann er eigentlich nicht mehr so gewinnen. Und ich gehe jetzt auf den ersten Kraftkoloss. Okay. Dann sollte das eigentlich gewonnen sein. Weil ich kann ja mein Lugia noch schilden. Beziehungsweise komme ich eh nochmal zum Kraftkoloss. Und nehme den Gegner damit raus. Ja, Melmetal macht guten Burg. Das hat jetzt besser geklappt, auf jeden Fall, der Kampf hier. So. Mal sehen, wer jetzt gleich kommt. Ich hoffe ja irgendwie immer auf Mewtwo-Führung jetzt. Weil mit Mewtwo und Seishin kann ich eigentlich recht gut umgehen. Legend-Spieler auf jeden Fall, wie ich auch. Ja, Ho-Oh ist eigentlich okay, würde ich mal sagen, oder? Da bleiben wir erstmal drin. Weil wir hier erstmal alles tanken können. Läuterfeuer kommt. Ja, macht auch gut Schaden. Ja, ich verliere leider. Ich gehe direkt auf Luftstoß hier an der Stelle. Leider habe ich die Angriffssenkung bekommen. Ja, ich investiere sogar hier ein Schild mal. Weil Luftstoß kriege ich noch hin. Egal was da jetzt reinkommt, das kriege ich noch einen Luftstoß nochmal ab.
Ich gehe hier sogar an der Stelle mal raus. Jo, lassen wir durch. Wir haben noch Stahlobor gegen die Alga. Gut, Shit haben wir gezogen. Seychin, das ist sehr gut. Seychin ist eigentlich recht gut. Ja, wir lassen die Attacke durch. Das ist der Knüller sogar. Dann gehen wir hier auf Himmelsträger. Der sollte eigentlich schon ausreichen. Ja, ich lasse Lugia jetzt draufgehen. Wenn es der Nahkampf ist, ist es so. Schlagbohrer kommt. Das dürfte eigentlich an sich kein Draco sein. Ja. Wollte ich gerade sagen. Das konnte kein Draco sein. Habe ich mir auch schon gedacht. Dialga ist raus. Und Seychin hole ich mir jetzt. Perfekt. Seychin ist auch raus. Habe ich gut umspielt das Seychin hier. Jo, ich hätte auch eigentlich auf Luftschuss gehen können gegen Seychin. Aber ich habe eigentlich mit dem Schild da so gerechnet. Na, so war es im Endeffekt sogar besser. Ich hätte schade, dass ich Seychin nicht vorher runterfahren konnte. Dann hätte ich schon mal Energie gegen die alle gehabt und dann hätte der Gegner auch schon aufgeben können. Aber zweiter Sieg, Wrestler Pikachu rückt näher, Leute. Bin mal gespannt, welche IV das hat. Oder ob es vielleicht sogar Shiny ist. Das wäre cool, ein Shiny Wrestler Pikachu. Heute gibt es aber auch dann nur ein Set, wenn ich das Pikachu kriegen sollte. Aber mal gucken. Brauche ja nur noch einen Sieg zum Glück. Und ich denke, das habe ich eben auch recht gut gespielt. So gegen Masu 0606. Oh, den Sieg würde ich dir gerne schenken. Aber das ist mir gerade so risikoreich. Antikkraft, spicy, okay. Aber nicht die Geisterattacke, das ist das Gute. Gehe ich hier auf Luftschuss? Und im Melle. Oh, nicer Wechsel. Sehr schön. Vielleicht Giratina Doppel-W, das wäre echt nice. Jetzt einsetzen. Das haut das Togekiss weg. Jo, sehr schön. Das sieht gar nicht schlecht aus, Leute. Das sieht überhaupt nicht schlecht aus. Mal sehen, was der Gegner macht. Ja, hier brauche ich nichts schilden.
Du wirst wahrscheinlich Antikraft Drachenklaue haben? Oh ne, er hat den Schattenschuss, warum hat er den nicht eingesetzt? Ja, ich versuche aber runterzufahren, glaube ich. Oder? Versuche ich das? Oder auch nicht. Ja, noch eine Fee, sehr schön. Und Gardevoir muss er schilden. Komme ich zum Luftstoß? Ja, den kriege ich noch. Ja, das sollte eigentlich over für den Gegner sein. Cooles Krypto Gardevoir auf jeden Fall. Luftstoß kommt. Wir setzen hier Steinhagel schon mal ein. Ich habe eh zwei Schilde. Steinhagel kommt. Hier kann ich runterfahren, ja. Ja. Keine Chance. Tut mir leid für dich. Das tut mir leid. Was mir gerade auffällt, ich habe noch gar nicht Legend-Pose angezogen. Wo war das denn? Wo war das denn? Tagebuch, Schrank. Seit wann heißt das eigentlich Schrank-Posen? Steht die Pose neu eigentlich angegeben? Das ist die neue Pose, oder? Ja, ne? Ja, ich glaube, das ist die Pose, oder? Könnt ihr ja in den Kommentare schreiben, ich weiß echt nicht, welche Pose das jetzt ist. Ah, die ist ganz cool. Also, wir gehen da jetzt in den letzten Kampf rein. Das Team hier ist eigentlich auch recht lustig. Lugia, Stahlebor und Melmetal. Kann auch recht gut sein. Ah, es gibt halt Pokémon, die da immer ein bisschen nerviger sind. Wie der große Blaue, der kommt eigentlich gegen alles recht gut an. Wobei Metall ist gar nicht so leicht für den großen Blauen. Und Lugia hält auch halt viel aus. Also gegen einen anderen Legend-Spieler. Komm mal, Lugia. Giratina, ja, das ist das doofe Giratina. Alles ist okay. Wir lassen das mal durch. Okay. Wir gehen hier auf Himmelsjäger. Einfach mal so. Ja, das wird unheilbar sein. Denke ich leider nicht mehr. Okay. Mewtwo kommt, okay. Und der King Shit, okay, sehr schön. Wir schön einmal. Es ist der Fokusschuss, super. Dann war das ein super Schild. Wir gehen hier in Stahlobor. Das dürfte eigentlich kein Fokusschuss sein. Genau, Psychostoß. Das heißt, wir setzen hier nochmal Schlagbohrer ein. Da wäre Mewtwo mit raus.
Ja, der Gegner müsste gleich einsetzen. Mewtwo ist weg. Das ist okay. Retina ist weg. Wir fangen hier ab. Ah, gewinnt das Ding eigentlich den Gleichstand? Aber Sternhieb reicht ja nicht aus. Er muss ja hier auf Erdbeben gehen. Ah, er wird auf zwei Sternhiebe gehen, ne? Er wird hier auf zwei Sternhiebe gehen. Schade. Ich hätte vielleicht Schlagbohrerfeuer noch machen sollen, wa? Ja, weil der Sternhieb wird jetzt reichen. Ärgerlich. Knapp, knapp, knapp. Ja, und Ladeattackengleichstand gewinnt er natürlich. Ist halt ein pseudo-legendäres Pokémon. Schade. Ja, ich hätte vielleicht zuvor auf Schlagbohrer gehen sollen. Hat der Gegner gut gespielt. Aber wir holen uns Wrestler Pikachu. Kein Shiny. Aber recht gute WP, würde ich sagen. Also hohe. Wenn ich mich da nicht da irre. Gucken wir uns gleich mal an, wie viel. Jetzt bleibt wenigstens gleich dran, drin, ja. Leider kein Shiny. So, wie hoch bist du, mein Freund? Okay, so hoch doch noch nicht. Ich hätte mit mehr gerechnet, okay. Aber ja, wir haben's, wir haben's. Und kommen wieder auf 2987 Punkte. Sehr schön. Für die Folge soll es das mal wieder gewesen sein. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao.